Heute zersetzen wir Burger außerhalb des Magens. Warnung: Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Aktiviert die Glocke. Ich war mal wieder einkaufen. Für die Wissenschaft. Aber dafür war ich auch hier wieder einkaufen. Für die Wissenschaft. Man sagt ja, dass in unserem Magen Salzsäure enthalten ist, um das Essen zu verdauen. Meine Bauchstreifen sind ein Sixpack. Die Magensäure. Und weil ich mir bei Cola und Milch schon die Frage stellte, ob das nun so in unserem Magen aussehen wird, oder im Falle von Salzsäure so. Das ist mehr als nur verflockt. Wollte ich mal schauen, was konzentrierte Salzsäure so mit einem Burger macht. Die Billigdinger hier sind ja schon weich, fettig und vorgehäckselt. Da ist ein Kauen nicht mehr vonnöten. Und mittlerweile kosten die 1,60. Ich bin zu alt für die Also habe ich mir jetzt mal so einen Burger genommen, diesen in einen passenden Behälter getan und Salzsäure reingefüllt. Und das hier wäre ein Zeitraffer über 3 Stunden, in welchem man sehen kann, dass man nach kurzer Zeit schon kaum mehr was sehen kann. Aber schauen wir es uns mal genauer an. Das sieht ja extrem lecker aus. Danke, Magen. Was für ein toller Brei. Es ist literally Brei. Außer der Teil, der halt nicht reingepasst hat. Der Burger konnte ja sowieso schwimmen. Aber ich werde das Ganze jetzt noch über Nacht stehen lassen und dann schauen wir uns diesen Schleim nochmal genauer an. Also, über die Nacht ist der Schleim nicht wirklich anders geworden. Und man sieht auf jeden Fall schon mal, dass Salzsäure alleine recht gute Arbeit leistet. Das wird jetzt neutralisiert und dann weggeworfen. Interessant, dass das Fleisch, die Gurke und der Käse scheinbar komplett unberührt aus dieser schwarzen Brühe auferstanden sind. Aber an dieser Stelle muss ich auch natürlich anmerken, dass sich in unserem Magen keine 30-33%ige Salzsäure befindet. Sonst würde der sich ja noch schneller selbst verdauen. Und es ist auch nicht nur Salzsäure drin, und zur Szene aus dem Intro werden wir auch noch kommen. Die Magensäure, oder viel eher der Magensaft, besteht im Normalfall aus 0,5 bis maximal 1%iger Salzsäure. Daneben noch hauptsächlich Schleim und auch spaltende Enzyme, die bei der Verdauung helfen, und das lässt dann einen Brei entstehen, aus dem unser Körper dann Treibstoff und Bausteine erhält. Jedenfalls war demnach hier nicht das gleiche wie im Magen zu erwarten, aber es war dennoch spannend. Und um potenziellen Kommentaren vorzubeugen, Moment mal. Schreib Kommentare, habe ich natürlich mal wieder die gute alte Piranhasäure rausgeholt. Gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video, wenn ihr dieses interessant fandet. Und natürlich sollte man beim Umgang mit Säuren und generell Gefahrenstoffen immer die passende Schutzausrüstung tragen. Denn die Säure zersetzt nicht nur Burger. Und auch wenn ein Finger in der Säure kurz zu überleben scheint. Die Schutzbrille habe ich natürlich noch an und das hier ist alkalisch, weshalb ich da später gleich den Finger neutralisieren kann. Oh nein, 30%ige Salzsäure. Uff, Alter, das tut weh. Das hat sofort wehgetan. Ich glaube, ich habe an der Stelle auch eine Verletzung. Yep. Hier habe ich einen Minischnitt und der ist mir jetzt auch erst aufgefallen, weil das da wehgetan hat. Das geht jetzt nicht an euch, ne? Tut schon weniger weh. Also gar nicht. Und ich gehe jetzt erstmal trotzdem meine Hände waschen. Das hier waren die Folgen heißer, konzentrierter Schwefelsäuretropfen, die hinter die Handschuhe spritzten. Die Kontaktzeit war der sofortige Weg zum Waschbecken. Also passt bitte auf euch auf, die langärmigen Schutzhandschuhe und auch ein Laborkittel wäre die bessere Wahl gewesen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Augen sicher sind, denn das hätte auch ins Auge gehen können und Augen sind, cool. Und jetzt kommen wir zur Piranhasäure. Piranhasäure hat ja auch schon einen Chicken Wing in 6 Minuten aufgelöst, also bin ich mal gespannt, was mit diesem fluffigen Burger passieren wird. Okay, Review Time. Ich bin mal gespannt, was übrig geblieben ist.
Kohle sehr viele einzelne Stücke. Uff, also kurz gesagt, nichts. Und hätten wir mehr Säure benutzt, definitiv nichts. Schau dir jetzt noch unbedingt das Video von letzter Woche an, in dem ich mit der lieben Honeyball LP Farben und Farbmischungen behandelt habe und wir das schwärzeste Schwarz der Welt hergestellt haben. Und das untere Video ist eines, in dem wir aus Milch eine Art Stein oder Plastik machen. Und danke an alle Leute, die Projekte auf diesem Kanal hier finanziell supporten.